Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Schwarz 2 Part. Ihr seht schon unten rechts an der Uhrzeit, ist ein bisschen spät, okay? Liegt einfach daran, dass ich bin um 19 Uhr eingepennt und dachte mir, ja, ich schlafe jetzt und dann bin ich immer aufgewacht und dachte mir so, alles klar, dann nehme ich jetzt Videos auf, weil ich bin super motiviert und deswegen mache ich das auf jeden Fall. Als allererstes, ihr habt es in die Kommentare geschrieben, wir sind hier natürlich ehrlich. Das darf ich nicht haben, weil ich bin voll schon im Pokémon begegnet. Ist mir voll nicht aufgefallen. Deswegen muss ich Voltolos leider freilassen. Und das ist okay. Ich kaufe mir erstmal noch neue Bälle, weil das letzte Mal hatten wir ja fast alle verschwendet. Nur den Meisterball werde ich mir wahrscheinlich wiederholen. Sollte es dazu kommen, dass ich den anderen Meisterball auch noch verschwende. Im heutigen Part wollen wir hier auf jeden Fall den Encounter fangen. Da oben liegt noch ein Item, da sind zwei Items. Darum werden wir uns auf jeden Fall kümmern. Dann, ja hier, genau, hier sind ja auch schon Encounter. Wie kommt man da unten nochmal ins Wasser? Ich glaube von rechts, ne? Dann möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen. Die Frage des Videos lautet, was ist eure Lieblingskonsole? Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt habe. Ne, ihr wisst ja, wie es läuft. Falls ja, tut es mir leid. Falls nicht, tut es mir nicht leid. Okay, holen wir uns erstmal die Items oder die vielleicht Encounter. Heilball, okay. Okay. Die Frage ist, hole ich mir den jetzt im Grasbüschel? Oder Büschel? Oder gehe ich hier noch rüber? Okay, ich gehe noch rüber. Easy. Okay, und wir haben ein Schildfossil. Okay, wir kriegen zwei Encounter sogar. Würde ich sagen, holen wir uns direkt beide hier, oder? Sollte, denke ich, klar gehen. Ist das hier ein Eingang? Also, for real, ich erinnere mich an diese Szene hier gar nicht mehr. Ich bin am Üben, also raus mit dir und zwar schnell. Ich erinnere mich an diese Stelle hier gar nicht. Passiert hier irgendwann was, wenn man Champion ist oder so? Ich erinnere mich hier null dran. Holy shit. Strange. Okay, hier haben wir auch noch ein Item. Blitzmodul, okay. Und wir haben hier jetzt zwei Encounter. Encounter Nummer 1 ist... Ja, finde ich gut. Mag ich. Ist ja noch nicht von Typ Fee, das heißt, wir können am Blitz hier rausgehen. Ja, finde ich echt toll. Freut mich extrem. Ich glaube, Gigadrain sollte das Ding noch tanken. Ja, ist nicht das geilste Pokémon, aber hey, Encounter ist Encounter, deswegen... sollte ich den auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Jawohl. Yippie. Okay, wir benennen Elfhund nach Tachyon. Oder Tachyon. Du darfst mein Elfhund sein. Ja, ist jetzt nicht das krasseste. Ups. Aber ist ein Backup-Pokémon. Und unser nächster Encounter ist ein Schwabini. Ja, Schwabos ist auch ganz nice. Sind Pokémon, die man auf jeden Fall in the bag haben kann. Ich sag's mal so, ne? Okay, Bollenhelm, Schaden. Ne, macht ein bisschen Damage, ist nice. Und dann kann ich ihn noch einfacher fangen. Ja, sind jetzt nicht die krassesten Über-Encounter, aber sind ja, wie gesagt, Pokémon. Oh, Super Catch. Es gab schon Super Catches in Black and White. Ja, natürlich gab's sie, das weiß ich doch. Ich bin Pokémon-Profi. Okay, und wir benennen Schwabini nach Zephyr. Zack, 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 zack und zack. Hier gibt es bestimmt noch ein verstecktes Item. Das rieche ich doch. Hier, ne? Okay, die Wolkentafel. Moment, die Wolkentafel. Also ich könnte die ID geben, weil dann hätten wir Stab fliegen. Aber Stab Turbo Tempo ist halt schon eigentlich geiler. Kann ich nichts gegen sagen. Okay, und hier haben wir noch so eine Tuse, die gegen uns kämpfen will. Ja, machen wir das eben. Genau. Meine Lieblingskonsole ist auf jeden Fall die Switch. Ich glaube, ich habe die... Oh, hallo Deoxys. Ich glaube, ich habe die Frage des Videos schon gestellt, ne? Meine Lieblingskonsole ist auf jeden Fall die Switch. Die Übernahme. Ja. Tschüss, Deoxys. Und Marmolida. Donnerschlag. Also mit Abstand, die Switch ist so eine gute Konsole. Das ist insane. Und, okay. Ich wollte gerade sagen, das macht doch jetzt ein bisschen Schaden, oder? Aber es macht einfach gar nichts.
Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Switch spiele. Ich weiß nicht, es fühlt sich jedes Mal so gut an. Haben wir gerade einen Brief bekommen? Ja, yippie. Ach, hier haben wir einen Encounter, ne? Ist es unser Encounter? Ist es ein Encounter? Ich google das jetzt. Twin Break City. Rechts von Twin Break City ist Route 11. Ja, das ist ein neuer Encounter. Das heißt, wir haben Tyrakroc als Encounter. Nice! Das ist sick. Das ist wirklich nice. Okay, ja, Ballname Damage wieder ist ganz cool. Ja, freut mich sehr. Gerade Impegator ist ein sickes Pokémon. 1, 2, 3, pow! Und ich benenne Tyrakroc auf jeden Fall nach Pasi, aka Pasifani. Ja, freut mich. Ups, nicht Pas. Pasi. So, ja, freut mich wirklich. Ist ein sickes Pokémon. Oh, Kikugi. Ja, Kikugi wäre noch cool gewesen, aber Kinose ist jetzt nicht so das krasse Pokémon. Ich würde gern... Ist ja gleich ein Rivalenkampf oder so? Ah, das ist Viridium, okay. Tschüss, Viridium. Ich komme gleich nochmal zu dir. Okay, ja, jetzt sind wir in Trinidad City. Lol, Lilia, du bist doch der 8. Arena-Leiter normalerweise. Was machst du denn hier? Beziehungsweise hier 7. Arena-Leiter. Beziehungsweise hier jemand anderes. Aber wer das hier in dem Spiel ist, erfahren wir noch. Wir können uns auf jeden Fall jetzt noch den Viridium-Encounter holen. Da will ich noch sowieso die Route so ein bisschen abchecken. Die Items alle einsammeln und so weiter. Das ist so lustig, dass Viridium da einfach runterfällt und dann so, jo, es geht, ich bin Viridium. Hey, Tyrakroc. Und, ja. Okay, ein Beleber. Ja, cool. Kann ich damit jetzt meine Pokémon wiederbeleben? Nein, schade. Ja, Viridium werden wir uns auf jeden Fall holen. Wir haben Splash schon vorne. Ich pack mal Kratos noch vorne. Der hat einen Bedroher. Und deswegen wollen wir, okay, ist gut zu wissen. Und unser Viridium ist ein Dodri. Ah, das ist sogar der Ruf, den hat man schon gehört, ne? Lol, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass man am Ruf ja schon erkennt, welches Pokémon es ist. Aber das ist interessant zu wissen. Und Dodri ist cool eigentlich, ne? Also Dodri ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Aber ups, ist auf jeden Fall ganz cool. War ja in der ersten denn ziemlich OP, aber ja, hier ist es halt in Ordnung. War komplett okay. Ja, ich will ihn auf jeden Fall nicht nochmal angreifen, weil ich will nicht, dass er durch Ballenhelm strippt oder so. Yo, Alter, macht das viel Schaden. Warum macht das so viel Damage? Jemand Finstertor raus. Ist immerhin ein Stahl-Pokémon. Alter, hat das viel Damage gemacht. Warum hat das so einen guten Spezialangriff? Ich wünschte, Triplette wäre physisch. Das wäre echt cool. Wäre echt cool. Ah, komm schon. Ach ja, was ich sagen wollte. Demnächst kommt eine übel heftige Zukunft auf euch zu und auf mich. Also ich glaube, das wird das Krasseste, was je auf diesem Kanal hier passiert ist. Und das nicht nur auf diesem Kanal, sondern die Projekte, die demnächst starten und... Also nicht nur Projekte im Sinne von YouTube-Projekte, sondern allgemein Projekte und alles drum und dran, mein ganzes Leben, alles. Es wird so insane. Ich habe gestern die Rückmeldung bekommen, dass alles funktioniert, dass alles Hand und Fuß kriegt und... Sagt man das so? Ja, ne? Und das wird heftig, das wird absolut insane. Ich brauche dafür Kaskade, ne? Das heißt, ich kann hier gar nicht mehr erkunden, oder? Nö. Gut. Hat mich gefreut. Ist hier noch ein Item? Nee. Ja gut. War eine nice Route. Genau, jetzt sind wir hier in Twin Drake City. Und Twin Drake City hat sich so ein bisschen verändert. Können wir direkt schon in die siebte Arena reingehen? Ja, hier ist zu, weil da ist die Pokémon-Liga. Ich weiß gar nicht, ob wir direkt schon... Oder sah Twin Drake City in Dings aus? Hier haben wir auf jeden Fall... Oh, da ist das Milzer von... Lilia. Also, oh, ein Leichtstein. Okay. Ich glaube, hier ist... Okay, noch eine Zielscheibe. Ja, okay. Ich glaube, hier ist das Haus eigentlich, wo Lilia wohnt, ne? Was steht da denn? Ups. Komm, okay. Ich wollte gerade sagen, Haus von Lysander. Lysander und Lilia. Ja, wir gehen hier auf jeden Fall erstmal nochmal weiter Richtung Route 9.
und holen uns auch hier noch den Encounter. Ein paar Encounter noch fangen ist auf jeden Fall nice. Und Megablock. Ein Legendary wäre mal wieder cool, oder? ach ja, Itemradar kann ich eigentlich anschmeißen. Richtig bambuselt. Eigentlich will ich keinen Doppelkampf. Weil ich will mir nicht... Okay, wir haben zwei Encounter hier. ich will mir nicht aussuchen dürfen, aus zwei Pokémon, welches Pokémon ich jetzt schlussendlich reinnehme. Das möchte ich gar nicht. Aber wenn es dazu kommen sollte, ne, werde ich es halt trotzdem tun. Okay, wir holen uns noch das Item hier. Wiesentafel. Alter, das Spiel ist so langsam, wenn man die ganze Zeit auf 1,5 Geschwindigkeit spielt. Aber ich finde 1,5 Geschwindigkeit ist super angenehm. Mittlerweile habe ich mich da halt einfach übel dran gewöhnt. Ich glaube, ihr euch auch. Und, ja, keine Ahnung. So, wir sind jetzt hier drüben und holen uns jetzt zwei Encounter. Let's go. Okay, ist schon mal kein Legendary, aber ein Vermicula. Ja, Vermicula ist ein cooles Pokémon, ist jetzt nicht das stärkste, aber ist cool. Und ich glaube, darauf kommt es auch schlussendlich an. Ja, eigentlich gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ne, kriegt wieder Wollnehm-Schaden wahrscheinlich. Ja, perfekt. So. Ich frage mich, ob es Übereifer hat. Kann das, ist es eine versteckte Fähigkeit oder ist es eine normale Fähigkeit? 1, 2, 3. Fuck. Okay. Knirscher ist daneben gegangen, das heißt, es hat auf jeden Fall Übereifer. Man kann jetzt sagen, was man will, ob das vielleicht gut ist und vielleicht nicht so, weil ja, die Zeiten können wissen und das ist in der Nuzlocke gar nicht so geil. Aber das ist dadurch natürlich auch sehr viel stärker. Ich weiß gar nicht, ob es so klug war, jetzt noch einen Hyperball zu werfen. Okay, geht für Iron Head. Da, was? Ach, nö. Ich wurde gerade nicht ernsthaft von meinem Encounter getötet. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul. Ach, nö. Wie wir denn... Vermicula nach X-Ein-Hoop. Ja, das habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich noch mehr Pokémon in the Bag haben und nicht noch eins verlieren. Fuck, habe ich noch ein Feuer-Pokémon in der Hinterhand? Mann! Akani war richtig lange im Team, war ein richtig gutes Pokémon im Team. Habe ich noch ein... Ich habe legit kein Feuer-Pokémon. Ich habe 1000 Pokémon und kein Pokémon davon ist ein Feuer-Pokémon. Was soll ich denn dafür rein? Kurzschluss hat das. Ich glaube, ich hole Jonas wieder rein. Erstmal. Werde ich aber jetzt erst im nächsten Part oder vor dem nächsten Part dann trainieren. Aber wir haben hier noch einen Encounter. Also ich sag mal so, ich hätte jetzt gerne ein sickes Feuer-Pokémon. Ist es möglich? Ein sickes Feuer-Pokémon. Ein sickes Feuer-Pokémon. Ein sickes Feuer-Pokémon. Ja, du bist jetzt nicht so ein sickes Feuer-Pokémon. Wenn ich das mal so sagen darf. Ach man. 1, 2, 3, zack. Okay. Und wir benennen es nach Slime-Tuber. Das heißt, es wird Slime heißen. Ja, ist nicht so geil. Ist echt nicht so geil. Sinn, okay. Hätte ja sein können. Ich will auf jeden Fall mal nochmal ins Einkaufszentrum gehen. Gibt es hier noch TMs? Ist es hier immer noch der Rotumraum? Ich glaube schon, ne? Nee. Ich glaube, es ist immer noch der Rotumraum. Was? Okay, der gibt mir noch safe ein Item. Ja, sag ich doch. TM-Abteilung. Rasierblatt und Standpauk. Okay, ist jetzt beides nicht so geil. Ich glaube, Standpauk ist gar nicht so bad eigentlich, aber... Brauche ich jetzt nicht. Hier gibt es Protein und so ein Zeug zu kaufen. Und hier gibt es X-Items zu kaufen. Ich weiß, dass es hier, glaube ich, noch viele Leute gibt, die gegen einen kämpfen wollen, aber ich will gar nicht gegen die kämpfen. Das hier war... Achso, ja, okay, das ist der Standard-Gemischtwarenhändler.
Ich war gerade irgendwie voll brain off. Darum ist noch ein Doppelkampf für ein Item, aber das gehen wir auf jeden Fall ein. Magbrand. Ja, du kriegst ja natürlich ein zickes Feuer-Pokémon, ne? Das ist gemein. Bin ich mal ganz ehrlich. Das der setzt Sonnentag ein. Hat der Solarstrahl? Okay, ist tot. Ja, mein, kannst gerne Solarstrahl haben, ist mir egal. Okay, Geistige. Wie lange geht die Aufnahme? Okay, ich bin einfach mal tryhard und pack einfach Yuki und Eddie nach vorne, ohne Witz, für Doppelkämpfe, da kenne ich nichts. Da will ich keine halben Sachen machen. Und Kecleon und Farbigel. Lol, das ist eine coole Kombination, Kecleon und Farbigel. Aber warum, wenn ich jetzt mal dran denke, zwei gute Pokémon nach vorne zu packen, wieso kriegen die dann jetzt so ein Kackteam, ohne Witz? Also es ist wirklich kacke. Cool, aber kacke. So, und damit wäre das auch erledigt. Ja, ich werde wahrscheinlich nochmal, soweit es geht, Richtung außerhalb von hier gehen, damit ich vielleicht noch ein Encounter fangen kann. Ich glaube, ich kann hier eh nicht weiter, ne? Ja. Okay, das heißt, damit hätten wir schon so weit, wie es geht, erfüllt. Und ich kann jetzt, glaube ich, for real nichts mehr machen, außer die Arena. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall Jonas mit zur Arena reinnehmen. Ah, ich habe auf Route 13 noch eine Lichtung vergessen, hieß es. Glaube ich. War das so? Ich glaube schon. Wie lange haben wir noch? Ja, wir haben noch ein bisschen. Dann suchen wir die eben kurz. Ist echt super lieb, dass ihr mich an die Lichtung erinnert. Ohne Witz. Wir haben bisher erst ein Lichtungs-Pokémon, das war Fione, ne? Ich hätte echt gerne mal wieder ein Lichtungs-Pokémon. Und nicht immer nur kein Lichtungs-Pokémon. Ne, nicht immer. Ach, ich dachte, wir hätten Genie-Camp. Fuck. Nicht immer nur ein Item oder so. Aber die hat nur ein Pokémon. Okay, und das ist Rosanna. Ja, damit kann ich leben. Außer, dass ich Yuki von habe. Ich will hier echt nichts risken. Wir wechseln hier raus und gehen in Finstertau. Das sollte passen. Weil auf Finstertau haben wir Iron Head. Lawine. Okay, das macht nothing. Das macht er legit nothing. Und Iron Head sollte wahrscheinlich sogar killen. Sweet. Ja, wir suchen auf jeden Fall die Lichtung. Sie so von oben hier so runter, kann es sein? Brauche ich dafür Zerschneider? Ich weiß es nicht. Ich hau, glaube ich, gleich mal einen Topschutz rein. Ich weiß echt nicht, ob ich dafür Zerschneider brauche. Ich glaube nicht, oder? Ich meine, ihr habt sie ja wahrscheinlich. Entweder ihr habt sie gesehen oder ihr seid so crazy und wusstet einfach, dass es hier eine Lichtung gibt. Dann seid ihr crazy und der Support ist sehr appreciated, aber man weiß ja nie, ne? Okay, ich gehe mal hier nach oben. Ich weiß halt nicht, gegen wen wir halt schon gekämpft haben und gegen wen noch nicht. Das ist halt so die Sache. So, die Angler hier haben wir ausgelassen. Safe hier irgendwo, oder? Hier sind so viele Bäume. War das hier unten? Ich glaube, gegen die hatten wir sogar schon gekämpft, oder? Ich glaube schon. Hier, safe, oder? Mann, wo muss ich denn lang? Ach, hier, ha, easy. Okay, perfekt. Bitte ein cooles Feuer-Pokémon. Überhaupt ein Encounter. Ach, Mann. Kann nicht sein, dass wir bisher erst einmal einen Encounter bekommen. Ich will jetzt mal ganz kurz was schauen. Versteckte Lichtung. Resetten die sich irgendwann? Die versteckte Lichtungen existieren bislang nur in den Spielen Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2. Man erkennt sie daran, dass Lücken bla 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 wertvolle Items wie Sonderbonbons und Rare-Entwicklungssteine wie Funkelsteine finden. Außerdem besitzen die wilden Pokémon innerhalb von versteckten Lichtungen ihre versteckten Fähigkeiten. Das heißt, Fiona hat ihre hat die versteckte Fähigkeit, ne? Ja, Tatsache, die resetten sich, ne? Das will ich jetzt mal schauen. Das schauen wir jetzt mal nach. Ich meine, dort, wo wir Fione gefangen haben, werde ich mir jetzt natürlich nicht noch eins holen. Aber in den anderen Orten, woher haben wir denn zum Beispiel eine? Wir haben auf Route 6 und ich glaube, auf Route 6 war die sogar relativ weit am Anfang. Das heißt, da können wir direkt mal reinschauen. Da erinnere ich mich nämlich noch dran. Und zwar war das nämlich genau hier oben. Ach ja, genau, die wollen ja immer gerne kämpfen. Fuck! Aber ja, die ist direkt dort oben. Und die hat ja jetzt keine krassen Pokémon. Das heißt, ich möchte da mal reinschauen. Und schauen, halt, das setzt einfach Tiefschlag ein. Und möchte schauen,
Absicht ist resettet. Und ja, dann haben wir halt noch ein paar Inkator vor uns. Was ganz cool wäre. Schauen wir einfach mal rein. Ja, die resetten sich, aber da ist ein Item. Ja, ich würde eigentlich schon noch voll gerne nach so versteckten Lichtungen suchen und da die ganzen Pokémon fangen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen lame. I don't know, aber ich hätte echt gern Feuer-Pokémon. Okay, wir schauen jetzt noch. Nee, wir schauen jetzt gar nicht nirgendwo mehr nach. Ich weiß nicht, schreibt vielleicht mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Soll ich die ganzen versteckten Lichtungen noch abklappern und dort nach Pokémon suchen? Oder soll ich sagen, okay, nee, du darfst in jede versteckte Lichtung nur einmal reingehen, wenn ein Pokémon ist, dann ist ein Counter und wenn nicht, dann nicht. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.